Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute soll es um 9 spannende Wintergemüsekulturen gehen, die man jetzt im September aussäen bzw. pflanzen kann. September ist eigentlich so der Monat, wo das meiste abgeerntet wird und die Gartensaison sich dann dem Ende neigt. Aber wir haben noch einige Hochbeete frei und die wollen wir jetzt nochmal für den Herbst- und den Winteranbau aussäen und bepflanzen. Welche 9 Kulturen das sind, die stelle ich euch heute alle vor. Bleibt dran, es wird ein spannendes Video. Viel Spaß und los geht's. Als erstes stelle ich euch einmal die ganzen Wintergemüse und die Winterkulturen vor, die wir hier jetzt anbauen. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie wir die jetzt noch pflanzen. Denn es muss natürlich die Erde wieder ein bisschen aufbereitet werden. Das Ganze muss angegossen und gepflanzt werden. Wie ich das mache, zeige ich euch dann im zweiten Schritt. Aber erst einmal gehen wir 9 Kulturen durch, die ich jetzt für den Winteranbau noch rausgesucht habe. Und zwar ist das zum einen Kopfsalat. Den haben wir jetzt aus dem Gartencenter mitgenommen. In diesen kleinen Erdpresstöpfen ist er schon vorgezogen. Das gibt nochmal einen kleinen Vorsprung gegenüber dem, den man jetzt noch aussäen könnte. Den Salat kann man dann im Durchschnitt 2 Wochen früher ernten. Und wenn wir früh Winter bekommen, früh Fröste, ist das natürlich gut, jetzt auf vorgezogene Pflanzen zurückzugreifen. Optimalerweise fängt man im August selber an mit der Voranzucht von Wintersalatsorten. Aber das haben wir so ein bisschen verpennt und deswegen jetzt hier die Kopfsalatsorte aus dem Gartencenter. Aber weil man Kopfsalat ja nicht nur vorgezogen kaufen kann und nicht immer die Möglichkeit hat, an vorgezogene Salatpflanzen zu kommen, stelle ich euch hier noch mal kurz Kopfsalat bzw. Salatsorten vor, die man auch ganz gut jetzt noch säen kann. Und zwar ist das einmal der Winterkopfsalat Roter Butterhäuptel. Ich verlinke euch übrigens das ganze Saatgut, was ich hier aufzähle, mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das jetzt noch besorgen. Hier der Winterbuttersalat Humil, der ist von Kulinaris Saatgut. Und von Christensen Saatgut haben wir den Kopfsalat für den Ganzjahresanbau. Der ist auch so hellgrün und so ein bisschen gekräuselt. Dann haben wir hier den roten und den klassischen Kopfsalat. Die 3 Sorten als Kopfsalat kann man jetzt auch super anbauen. Winterlauchzwiebeln Tonda Musona. Die werden wir jetzt hier auch noch aussäen. Und zwar ist das eine Winterlauchzwiebelsorte, die man jetzt optimalerweise im August noch gesät hat. Wir werden jetzt aber auch mal im September noch aussäen, weil in diesem Jahr ist es so trocken und so warm, dass wir das auf jeden Fall noch schaffen können. Wusstet ihr, dass Lauchzwiebeln aus Asien stammen? Ich nicht. Am besten haben diese Lauchzwiebeln einen sonnigen bis halbschattigen Platz im Garten, möglichst windgeschützt. Das haben wir hier auf jeden Fall, weil die Hochbeete ja relativ am Rand stehen. Und der Boden sollte locker und nährstoffreich sein. Locker haben wir gerade schon so ein bisschen aufgeräumt, die Hochbeete. Und nährstoffreich, da kommen wir gleich noch zu. Für dieses kleinere Hochbeet hier habe ich mir eine Spinatsorte rausgesucht, und zwar die Corvair oder Corvair. Die ist besonders für den Frühjahrs- und Herbstanbau geeignet, also für diese besonders kühlen Temperaturen. Nicht jetzt wirklich die Sommerhitze, dann wird der Spinat nichts und der ist besonders widerstandsfähig. Bin ich mal gespannt, von Natur aus tolerante Sorte. Wir gärtnern ja hier nicht nur in Hochbeeten, sondern auch in einer riesen Beetfläche und 3 Gewächshäusern. Falls euch also interessiert, wie das hier mit meinem Garten weitergeht, könnt ihr mich ganz einfach unter diesem Video hier abonnieren. Dann verpasst ihr kostenlos kein weiteres Video mehr von mir und werdet dann auch immer benachrichtigt. Amerikanischer brauner Pflücksalat, den haben wir im Sommer immer mega viel, deswegen haben wir uns den auch als Big Pack gekauft. Der ist durchgängig anbaubar, also wirklich von Februar bis September kann man diesen Pflücksalat anbauen. Sehr tragreiche Ernte, habt ihr sicherlich auch schon mal in einem meiner Gartenvideos gesehen, denn der ist wirklich immer dabei und jetzt auch nochmal optimal für den Herbstanbau beziehungsweise als Wintergemüse jetzt im September geeignet. Ja, ich habe mir dann noch Feldsalat ausgesucht. Da habe ich mich mal bei der Firma Dürrsamen bedient, denn die haben einmal diesen roten Feldsalat, den Ovi-Red. Und haben hier die klassische Feldsalatsorte Elan. Die beiden werden gleich auch hier in ein Hochbeet kommen. Bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich stelle euch die Wintersorten jetzt ja schon vor. Aber dieses Wintergemüse säen und pflanzen, wie ich das gleich mache, das kommt gleich, also bleibt auf jeden Fall noch dran. Ja, folgende Kultur geht auch immer, und zwar sind das Radieschen. Einmal die Sorte Felicia, das ist so die Nachfolgersorte der Sorte French Breakfast. Kennt ihr sicherlich, weil das war die Vorgängersorte dieser länglichen Zucchini mit dem weißen Ende.
Ich hätte Zucchini gesagt, ich meinte natürlich Radieschen. Das Wetter bekommt einem hier wahrscheinlich echt nicht. Und Radieschen korund für Frühjahr und Herbst, das ist auch eine spezielle Sorte, die eher für die kälteren Temperaturen geeignet ist. Ja, und folgendes Gemüse, was ich hier schon in meiner Hand versteckt habe, ist das, was ich so als das klassischste Wintergemüse überhaupt ja, definieren würde. Und zwar ist das Grünkohl. Auch hier haben wir uns Pflanzen aus dem Gartencenter geholt, denn ja, die Hochbeete, die sind jetzt frei geworden. Und Grünkohl jetzt noch anzusäen, ja, das haben wir einfach verpasst, den rechtzeitig anzusäen. Und jetzt, das wäre auf jeden Fall zu spät. Deswegen haben wir uns hier auch wieder Pflanzen aus dem Gartencenter geholt. Das sind 12 Stück und die kommen hier in dieses Hochbeet. Viele Kulturen müssen nicht unbedingt ins Hochbeet. Salat, Kohl, die Lauchzwiebeln und auch Grünkohl. Das kann alles auch im Freiland. Allerdings steht das Ganze hier noch ein bisschen geschützter. Wenn der erste Frost nämlich irgendwann kommt, steht das Ganze hier ein bisschen höher. Wir werden das dann nochmal mit Rasenschnitt gleich mulchen. Dann ist es auch nochmal besser vor Frost geschützt. Und hier in den Hochbeeten, da können wir einfach momentan noch besser gießen, weil die ein wenig schattiger stehen und ja, die Sonne ist momentan so hart und der Boden so ausgetrocknet, dass wir besser hier das Ganze in den Hochbeeten anbauen. Ja, für mich persönlich das Highlight unter den Wintergemüsen ist die Wintererbse Sima. Das ist eine winterharte Markerbse, so sieht die aus. Und die ist jetzt noch von August bis Oktober möglich. Das heißt, wenn ihr mein Video hier erst Ende September seht, wo das mit dem Wintergemüse dann schon ziemlich knapp wird, ist das aber auf jeden Fall noch eine Sache, die echt gut möglich ist. Ach, das ist spannend. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich kann in diesem Jahr noch die ersten Markerbsen ernten. Hier steht allerdings, die Keimung erfolgt je nach Temperatur bei 7 bis 10 Tagen. Die Aussaat ist von August bis Oktober und die erste Ernte ist dann bereits im Mai im Folgejahr möglich. Also sonst ist ja so, die Markerbsen, Zuckererbsen werden meistens so im April gesät, dann ist die Ernte so Anfang Juni. Und wenn wir die jetzt so vorziehen, ist es wie bei Getreide in der Landwirtschaft, dass man diese im nächsten Jahr diese verfrühte Ernte hat. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich dachte, ich kann dieses Jahr noch welche ernten, aber bin gespannt. Nach dem Pflücken sofort verarbeiten. Nach 2 bis 3 Tagen bilden sie nämlich Zucker zu Stärke um und werden bitter und mehlig. Gut, dann können wir sie also nicht mehr essen. In den ersten Tagen sollten die auf jeden Fall, in den ersten Tagen sollten die dann auf jeden Fall verzehrt werden. Und das Bild hier sieht ja ideal aus, ist auch eine ideale Tiefkühlsorte. Also die werden wir jetzt auch auf jeden Fall mal in die Erde bringen. Ja, und jetzt kommen wir dazu, wie wir die Hochbeete noch ein bisschen aufwerten. Wir müssen die ja nach der Saison, nach den ersten 2 Kulturen da drin, jetzt mal wieder ein bisschen aufdüngen. Zum einen haben wir uns dafür den Naturmeister Biodünger entschieden. Der ist hier aus der Nähe, aus dem Münsterland. Und ja, ist so ein bisschen aus den Resten von einer Biogasanlage. Die Ausgangsstoffe sind Rindermist, Hühnermist, Maissilage, Grassilage, Kleegras, also alles, was so in die Biogasanlage reinkommt. Und dann haben wir hier noch einen ganzen Eimer voll Rasendünger. Rasendünger ist so ein bisschen unser Geheimtipp in dieser Saison. Den haben wir nämlich auch bei den Wassermelonen genutzt. Und wenn ihr unsere Videos öfter schaut, wisst ihr, dass wir dieses Jahr eine besonders gute Wassermelonenernte hatten. Hier geht es übrigens mal zum Video zu den Wassermelonen. Die haben wir auch mit diesem Rasendünger hier gedüngt, denn wir haben im Gartencenter den Tipp bekommen, macht das einfach mal mit Rasendünger, der hat die optimalsten Nährwerte. Ist natürlich auch so ein Bio-Rasendünger von Cuxin, glaube ich, dieser Bio-Rasendünger Natur oder so heißt der, glaube ich, werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ja, und damit kann man die Hochbeete jetzt optimal aufwerten. Ich muss jetzt Hochbeete düngen, willst du mit? Was will der schon wieder? Soll ich da jetzt ernsthaft mitkommen, um die Hochbeete zu düngen? Oh, was war das denn? Oh. Ich glaube, ich gehe mal lieber schnell hinterher. Ich habe Angst hier alleine. Na gut, ich komme ja schon. Oh, Wetter ist nicht so gut. Ja, ich gehe trotzdem mit. Ja, die Hochbeete sind vorbereitet. Jetzt wird gepflanzt. Und der Abstand, der muss jetzt nicht mehr ganz so groß sein wie im Sommer oder im Frühling. Denn jetzt werden das, muss man ehrlich sagen, nicht mehr die dicksten Salatköpfe werden, so wie man die zum Beispiel im Sommer hat. Aber da wir jetzt auch nochmal aufgedüngt haben, sollte es natürlich auch nicht zu eng sein. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir die hier ordentlich gleichmäßig verteilen. Wenn wir mal gucken, überall so eine Handfläche groß, kann man so den Kopf rechnen. Da sollten die sich dann nicht überschneiden.
Ich mache das so, dass ich die Erdpresstöpfe nicht ganz so tief setze, weil beim Kopfsalat ist es so, dass sonst die untersten Blätter direkt auf dem Boden auffliegen und dann ja, von unten gelb werden und gammeln. Das ist gerade, wenn das Wetter jetzt wieder nasser wird, besonders wichtig. Deswegen wichtig ist, hier unten kommen ja die Wurzeln jetzt raus, bis hier vielleicht eher in die Erde rein. Den Rest kann man aber auch oben rausgucken lassen. Es muss natürlich nicht alles haargenau so sein, aber so werden die Blätter auf jeden Fall unten nicht gelb und das will man ja eigentlich nicht so gerne sehen. Spinat, theoretisch könnte man den ja einfach ganz gut in Reihen säen. Wir machen seit ein paar Jahren das aber immer anders mit dem Spinat. Und zwar streuen wir den genau wie Radieschen einfach aus. Ziemlich gleichmäßig. So ist gut. Das reicht aus. Und dann werden wir den so ein bisschen einarbeiten. So geht das Ganze ziemlich schneller und man hat hier so ein prall gefülltes Hochbeet dann mit Spinat. Ja, das Einzige, wo wir hier in Reihen säen, das ist zum Beispiel bei den Lauchzwiebeln. Da ziehen wir dann einfach einmal eine Rille. Die sollen ja so ein bisschen auch tiefer gesetzt werden, damit sich auch hier unten das Weiße bildet. Sonst wären die nämlich nur ziemlich grün. Und dann auch hier einfach so ein bisschen reinstreuen. Haben noch genug rüber, da machen wir noch hier eine Reihe. Und hier, dann ist das halbe Hochbeet in etwa voll mit den Lauchzwiebeln und dann wird das Ganze einfach wieder zugezogen. Drei Kopfsalate habe ich euch hier vorgestellt. Ich entscheide mich für den roten Butterhäuptel. Der sieht für mich ja am spektakulärsten aus und den möchte ich jetzt in dieser Saison nochmal anbauen. Und da ich nicht weiß, wie gut die Keimrate ist, werde ich das Ganze hier auch ausstreuen und dann später vereinzeln. Wir haben nämlich noch ein Hochbeet mehr frei. Und die vereinzelten Pflanzen, die werde ich dann einfach in das freie Hochbeet setzen. Deswegen hier erst auch einmal dicht ausstreuen. Salat ist ein Lichtkeimer, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, ja, einarbeiten. Der kann einfach so liegen bleiben durchs Gießen und so wieder sich ein bisschen mit der Erde behaften. Und ja, der kann aber sonst einfach so liegen bleiben. Und wenn der dann aufgeht und zu eng steht, da werde ich dann ja vereinzeln in ein anderes Hochbeet. Beim Pflücksalat amerikanischer Brauner ist das ein bisschen anders, weil da hatten wir das in der Kultur davor auch so. Also den Baum jetzt in diesem Hochbeet will ich das dritte Mal hintereinander an, um dann auch zu schauen, ob es irgendwie eine Ertragsminderung gibt, wenn das hier dreimal auf der gleichen Fläche steht. Hier ist wichtig, dass die Oberfläche ziemlich gerade ist, weil bei diesen Lichtkeimern wird das Ganze ja einfach so oben aufgestreut. Und wenn man dann gießt, gerade bei dieser trockenen Erde, sammelt sich das Wasser an manchen Stellen und da schwimmen dann auch die ganzen Saatkörner hin. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, auch wenn Salat Lichtkeimer ist, kann man den ruhig so ganz leicht einarbeiten. Jetzt nicht einen Zentimeter tief, aber so ein bisschen kann man den ruhig einarbeiten. Wenn man sich unsicher ist, sät man einfach ein bisschen mehr. In so einer Packung ist meistens immer genug Saatgut drin. Und dann ist man sich auf jeden Fall sicher, dass genug aufgeht. Den Feldsalat hier, den säen wir jetzt wieder in Reihen. In der roten Packung hier ist relativ wenig drin. Also das ist wirklich sehr wenig. Das reicht vielleicht für 15 Pflanzen. Dafür ziehen wir hier die hinteren zwei Reihen. Ja, ich habe mich getäuscht, es könnten wohl doch 50 Samen sein. Und dann kommen wir jetzt hier zum Feldsalat Elan. Da müsste das Saatgut ein bisschen anders aussehen, eher so wie Spinat-Saatgut. Ja, genau. Und da machen wir dann drei Reihen von. Das Ganze wird auch wieder leicht zugedeckt. Salate sind eigentlich alle Lichtkeimer, aber wir machen das hier einfach dagegen, dass das Wasser das alles nicht wegschwimmt.
und haben damit auch bisher immer Erfolg gehabt. Also Lichtkeime heißt nicht unbedingt, dass sie nicht keimen, wenn sie kein Licht bekommen. Dann auch unter der Erde, 1 Zentimeter unter der Erde, kriegt man natürlich noch so ein bisschen Helligkeit ab. Nur sie sollten jetzt wirklich nicht so ganz tief in der Erde sitzen. Jetzt pflanzen wir den Grünkohl ins Hochbeet. Das ist, glaube ich, was ich noch nie gemacht habe. Kohl, beziehungsweise Kohl schon. Aber den Grünkohl in ein Hochbeet zu pflanzen, ich werde den auch wieder relativ eng stellen. Hier sind zum Beispiel 2 Fehlproduktionen dabei. Dann passt das nochmal besser. Also 10 Stück kommen auf dieses Hochbeet. Es ist auch wahnsinnig groß. Es ist 2 Armlängen lang. Also es ist ja 1,20 ungefähr lang. Und da werde ich den Kohl einfach mal hier am Rand entlang einmal rumpflanzen. 2 Pflanzen in die Mitte. Das passt dann so ungefähr vom Durchmesser. Ja, dann noch die Erbsen. Die wollte ich jetzt schon streuen, aber ich glaube, wir ziehen die besser, damit wir das ein bisschen gleichmäßiger haben. Weil wenn die jetzt hier länger stehen, müssen wir sicher ab und zu mal dazwischen das Unkraut rausmachen. Und da wir hier direkt über uns einen Baum haben, ihr seht vielleicht die ganzen Eicheln hier drin, werden wir auch hier ein bisschen größer aussäen, weil wir hier viele Vögel haben, die gerne die frisch gekeimten Erbsen hier rausholen. Das hatten wir im Sommeranbau schon. Deswegen das Ganze auch ein wenig bedecken und breiter aussäen, weil man kann ja immer noch vereinzeln. Das machen viele, das ist so ein typischer Anfängerfehler, so ganz gering nach Pflanzabstand direkt schon auszusäen. Beim Salat oder bei den Erbsen und den Möhren machen wir das aber einfach so, dass wir dichter säen, um dann später die schwächsten Pflanzen rauszuholen. So haben wir ja nicht nur sicher, dass auch Pflanzen kommen, sondern wir haben auch sicher, dass wir die stärksten Pflanzen kriegen. Denn dann können wir einfach die schwächsten dazwischen wegziehen und die stärksten stehen lassen. Ja, das war jetzt mein Video zum Wintergemüse. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier bei mir weiter wächst, gerne unterm Video kostenlos abonnieren oder jetzt hier in der Endcard. Hier könnt ihr auch auf mein Kanalsymbol klicken und mich abonnieren. Und hier kommt ihr jetzt noch zum Video von der Bodenvorbereitung. Die haben wir jetzt nämlich gerade auch hier im vollen Gange, um den Boden für die nächste Saison, ja, fertig zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis demnächst. Alles Gute und ciao.